Ja, wir haben uns heute hier getroffen, weil wir das Stadtteilzentrum vom Brambauer zu einem Erlebnisraum machen möchten. Und normalerweise macht man es ja so, man setzt sich am Plan und überlegt dann mal. Wir haben das ganz anders gemacht. Wir sind rausgegangen und haben uns hier in Brambauer 4 Orte ausgesucht. Und dann haben wir uns angeschaut, was stört denn eigentlich an dem Ort? Was muss da weg? Und die nächste Gruppe hat dann geguckt, was kann ich denn da eigentlich hinbauen? Was kann ich da neu gestalten? Ja, und dann kam noch die Gruppe der Aktivierer und hat überlegt, welche besonderen Aktionen man in dem Stadtraum auch machen kann. Ich bin heute zum Stadtlabor nach Brambauer gekommen, weil ich schon seit vielen Jahren in Brambauer lebe und gesehen habe, wie eine Straße, die ich als sehr lebhafte, sehr gut strukturierte Straße kennengelernt habe, doch allmählich etwas weniger, um nicht zu sagen deutlich weniger attraktiver geworden ist. Ja, also mir hat das total viel Spaß gemacht heute. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wie man da, ob man diese Station auch überhaupt alle so bearbeitet kriegt, aber das hat doch sehr gut geklappt und ich glaube, es sind viele Sachen dabei rausgekommen und würde mich riesig freuen, wenn da möglichst viel von umgesetzt wird. Mein Name ist Arnold Rieger, ich bin technischer Beigeordneter in Lünen und durfte heute dabei sein bei unserem Stadtlabor für Brambauer. Hatte auch das Vergnügen, eine dieser Gruppen zu moderieren, wobei das war relativ locker, also jeder konnte da zu Wort kommen. Es war sehr vielfältig und ich bin gleich sehr gespannt darauf, was aus den einzelnen Gruppen als Ergebnisse sind. Also wie gibt es da ganz unterschiedliche und da war ja zum Beispiel eine Gruppe Aufräumen, auch da bin ich gespannt drauf. Eigentlich wie im privaten Bereich, wenn man was Neues schaffen will, muss man vielleicht auch erstmal einmal aufräumen, um dann auch Platz zu haben, um da was Neues entwickeln zu können. So kann es gehen. Gemeinsam schaffen wir das auch, hier einen erlebnisreichen, liebenswerten Stadtteil zu schaffen.